heiße Lucia Haumut, ich bin 19 Jahre alt. Dass es sehr wichtig ist, für die Jugendlichen Selbstbewusstsein zu entwickeln. Woher das alles kommt, diese Unsicherheit und so weiter. Ich möchte gerne lernen, das nicht mehr zu haben. So sind wir dann darauf gekommen, dass wir ein Projekt für junge Mädchen starten könnten, um ihnen eben einen Rahmen zu geben, mit ihnen zusammen ihr Selbstwertgefühl zu verbessern. Einiges an mir selber eher verstehen kann, warum etwas so ist, wie es ist oder warum mein Verhalten ist, wie es ist und worauf ich das dann zurückführen kann. Also es ging viel darum, dass die Mädchen sollten die Möglichkeit bekommen, zu erfahren, was tut ihnen gut, was tut ihnen nicht gut, welche sind ihre Stärken, welche sind ihre Schwächen. Das hat mir sehr viel gebracht. Das hat mein Selbstwertgefühl schon erhöht. In dem Workshop ging es hauptsächlich darum, sich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen, warum reagiere ich in bestimmten Situationen so oder so, wieso empfinde ich so, warum, wenn mich jemand etwas Bestimmtes fragt, warum reagiere ich gereizt, die eigenen Gefühle, das eigene Empfinden, den eigenen Zustand zu reflektieren und gegebenenfalls dann eben auch zu verändern. Ich kann es sehr empfehlen, das zu machen, weil ich sehr vieles hier gelernt habe. Sachen, von denen ich nicht wusste, was der Grund dafür ist oder so. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich habe viel gelernt. Um einfach im Leben auch besser zurechtzukommen, sei es im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich, mit sich selber, wenn man mit sich selber im Reinen ist und ganz genau weiß, seine Stärken und die Schwächen sind, dann kann man auch dementsprechend reagieren oder auch ansetzen, wie gesagt. Aber wenn ich nicht weiß, welches meine Schwächen sind und meine Stärken sind, dann werde ich auch nicht dementsprechend richtig reagieren und werde wahrscheinlich auch nicht im Beruf erfolgreich und werde auch im privaten Bereich immer irgendwelche Probleme haben, die ich selber nicht lösen kann, wenn ich die Ursachen nicht kenne. Und keiner lebt ja in einem Vakuum. Also wir leben ja alle mit anderen Menschen zusammen. Wir leben in einer Gesellschaft und es ist wichtig, dass man sich selbst kennt, um auch mit anderen richtig zu kommunizieren. Und wenn bestimmte Sachen, wenn man sich selber nicht kennt, kann auch zu Aggressivität oder einem anderen schlechten Verhalten führen. Und wir wollen ja eine Gesellschaft oder ein friedliches Miteinander haben. Deswegen ist es wichtig, dass jeder Einzelne weiß, warum bin ich so geworden und kann mich verbessern.